Alter! Leck, ah, es ja, geht. Ja, wir sind geht. An einer anderen Stelle. Ich habe angefangen zu spielen und vergessen aufzunehmen. Weil er ein Vollidiot ist. Ihr habt nichts verpasst. Ich habe einen Schatz gefunden, zwei Gegengifte, bin fast gestorben. Und weil er ein Vollidiot ist. Hab ein paar Gegner gebratzt. Das waren wirklich nur irgendwie 3 Minuten oder sowas. Also ja, alles gut. Ah! Wow! Langsam habe ich das Gefühl, dass das Mittel doch zu einfach ist. Mach schwer, komm. Sei kein Arsch, mach schwer. Gib ihm. Spieloption. Ja, nicht, dass das dann irgendwann mal nachteilig ist. Ja. Na, weil du da irgendwie schleichen musst oder sowas. Nee, das ist schleichen musst du hier nicht. Das ist jetzt normalerweise sprinte ich ohne Taste, mit Taste und so laufe ich halt. Ist eigentlich ganz cool, aber ich mach das weg, weil ich hab's mir jetzt angewöhnt. Mit Taste zu sprinten. Das war ein Spaß. Deswegen immer noch okay. So. Ich sollte auch mal anfangen, beim nächsten Part die Steuerung zu überarbeiten. Wow, jetzt habe ich gerade mega relax gehabt. Das war so. Aha. Ich habe den Untertitel gar nicht gesehen. Wo war der? Viel besser. Links oben. Es ist ein Obertitel. Echt? Ja. Das ist ja belastend. Oh. Nein, Indy. Böse Idee. Ganz ein böser Indy. Pfui. Ach. Ja, seine Waffe nix kann er, der Junge, weißt du? Nee, wenn er seine Waffe in der Hand hat, kann er nichts. Das ist richtig. Alter. Belastend. Ich bin... Siehst du was? Ja, ja, ich bin wieder dabei. Es ist zwar laggy, aber ich sehe was. Ja, ich bin gerade auf die Dinge gekommen. Auf die Windows-Taste. Unser aller Freund. Ja. Und Helfer. Richtig. Gronkh hat mal erzählt, dass er extra so ein paar Plugins hat, dass er halt A, die Maus besser steuern kann und dass auch so eine Kacke wie die Windows-Taste dann ausgeschaltet sind. Müssten uns mal schlau machen, professioneller werden, Hannes. Genau, da war
gucken, ein bisschen was im Goldmünz. Vielleicht kann ich mich an den ja jetzt orientieren. Ach, hier steht das mit den Wagen. Okay, okay, okay. Im Lager der Russen. Dann wäre hier noch zu den drei Tafeln. Hatten wir noch nicht, ne? Die drei Tafeln? Die drei Tafeln? Nee. Ich glaube, da bin ich jetzt. Ich wollte gerade sagen, wenn ich irgendwo zwischen im Lager der Russen mit den LKWs und die drei Tafeln. Und weil Sinni sollte zunächst die Munition vom Hof holen. Ja, Munition holen ist für Russisch. Bei Lümen brachte mich sicher auf die andere Seite. Okay, hier ist einfach nur ein Fiel, sehe ich das richtig hier. Und es gab jetzt hier zu entdecken. Ein Hebel in einer dunklen Nische, den ich. Da war ich. Mehr aus Dummheit betätigte, sorgte für mehrere Reaktionen. Es wurde schlagartig heller, ein Metalltor öffnete sich und meine Anwesenheit wurde mehr Leuten bewusst, als mir lieb sein konnte. Ich zog meinen Revolver und kümmerte mich um die beiden Soldaten, die mich suchen sollten. Hab's. Hast du schon? Hab schon. Guter Typ. Dann sind wir jetzt wahrscheinlich bei den drei Tafeln. Huah. Der Jump. Yes. Oder? Ja. Sieht gut aus. Da ist ein Tor, wo ich einen Schlüssel für brauche. Ja. Dann weiter, weiter, weiter. Genau, hier ist die andere Seite. Und da bin ich gekommen. Dann kann ich doch wohl hier durch. Aber ich habe keinen Schlüssel. Da ist ein Schlüsselloch. Jetzt brauche ich nur noch den Schlüssel. Nur noch Schlüssel. Ach, wenn ich hier irgendwas von Schlüssel... Ach, immer. Hey! Oh. Was denn da nicht? Ach, von mir um jetzt! Öffnete die Tür. Ich soll hier die Ausrüstung... Naja, Sie wissen schon, das Zeug zum Graben und so. Hey! Was immer Sie brauchen, ich habe es. Ты шпион. Мне прекрасно стрелять шпионов. Ты шпион. Hallo, Dr. Jones. Willkommen in Babel. Ich bin Simon Turner. Sie erinnern sich? CIA. Sophia arbeitet für mich. Ah, Sie haben das Zahnrad geklaut. Und unsere kommunistischen Freunde ahnen nicht einmal, dass es fehlt. Volodnikov ist ein engstirniger Akademiker, kein Mann der Praxis und ich benötige Informationen, die er einfach nicht hat. Deshalb haben wir Sie ins Spiel gebracht. Sie sind ein berühmter Archäologe, ich bin nur ein kleiner Spion. Hiermit sollten Sie durch die Tür kommen. Ganz nebenbei, Gerüchten zufolge haben die Russen eine Statue des geflügelten Gottes Marduk gefunden. Wäre nett, wenn wir die in die Finger bekämen. Unterhält es ja eher ein Museum? Die Firma unterhält lediglich einen Stab von seelenlosen Bürokraten. Ich hingegen bin ein passionierter Sammler. Darauf könnte ich wetten. Wie, ich finde das so gut, wie die Untertitel gemacht sind. Ja. Das ist Killer. Oh, klau ihn erstmal. Das ist richtig. Jetzt weiß ich erst, wo es lang geht. Was denn? Oh, Gegner? Alter Schwede! Wie du verfehlst aus einem Meter Entfernung, Junge! Ja, wenn ich wüsste, warum. Ah, drei Stück. Nehmen wir zwei von, das reicht. Wo der auf einmal herkam, Alter. Ja, vor allem der... Oh, das ist doch einer! Müsste ihn noch eigentlich gekillt haben. Flup, flup. Meine Wasserpistole ist stärker. Ja, so ungefähr, ey. So, bevor die hier unendlich spawnen, gehe ich mal hier durch. Da ist ein Schlüsselloch. Jetzt brauche ich nur Schlüssel. Noch den Schlüssel. Musst du den jetzt separat aus dem Dings wählen? Oh. Ja. Oh. Oh. That's a whole lot of TNT, bitch. Wie das doch schön so drauf steht, ne? TNT! So. Das ist universell, das verstehen die Russen genauso wie... Dr. Jones! Zerstörung, wow. Alter Schwede, ganz ehrlich, ich hätte da wahrscheinlich eine Weile gebraucht. Ich hätte das nicht unbedingt sofort kaputt geschossen. Alles klar, runter da. Hui. Warte. Ich träume mich noch nicht. Warte. So. Ach, eine gerade Plattform auf dem Boden. Was ist das denn? Ein Goldbarren. Oh. Ja, komm, ich wollte gerade sagen, so knapp war es jetzt nicht. Nee, aber anstrengend. Erstmal den Hut aufsetzen.
So viel Zeit muss sein. Ach, da würde sich schon festhalten. Oh, Frame für Frame. Echt? Ja. Jetzt wieder gut. Es war nur, als du gerade da hochgeklettert warst. Nichts, gar nichts, okay. Oh. Ist nicht so schwer, wir haben genug Munition. Ach! Da weg jetzt. Ich bin Indiana fucking Jones. Scheißegal, wie viel Stein wiegt. Ich schieße sie einfach weg. Es scheint, als hätte Mr. Otis den Fahrstuhl doch nicht als erster erfunden. Turner hat Volotnikov wohl richtig eingeschätzt. Ein guter Archäologe hätte das schon lange gefunden. Echt gut, die Untertitel. Gehen wahrscheinlich genau exakt in den Moment, wo er redet dann auch runter und hoch und so, ne? Ja. Das so. Hat natürlich wieder mal nicht funktioniert. Ja. So. Das dürfte das sein. Ah, guck mal. Warte, wie viel Geld haben wir eigentlich? 260. 66. Was sagt man dazu? 206. Sophias kleines Geschenk erweist sich doch noch als nützlich. So. Da haben wir das. Was damit das machen? Erstmal anspringen. Für mich sieht das wie eine Tür aus, aber warum öffnet sie sich nicht? Naja. Das ist die Frage, sich die nicht, weil, naja. Das ist die Frage, die sich ein Archäologe stellt. Warum öffnet sich diese Tür nicht? Ja. Das ist eine sehr sinnbildliche Frage. Eine Metapher in sich. Ich diese scheiß Spinnennetze, Alter. Ah. Okay, wo bin ich? Vielleicht in Nebukadnezars Bibliothek? Stören Sie nicht die anderen Besucher. Naja, das ist leicht, die sind schließlich schon seit tausenden von Jahren tot. Der Spruch, ne? Ja. Und der kleine Skorpion. Da. Boah, vor allen Dingen, ich bin immer noch in Counter-Strike drin auf Steam, Alter. Das muss ja nicht sein. Boom, Headshot. Weiter Shot, whatever. So, ich glaube, wir haben alle Mistviecher. So. Stellen Sie nicht die anderen Besucher. Das ist leicht. Die sind schon seit hunderten von Jahren tot. Okay. I'm just saying it. Das ist ein Badass. Ist einfach ein Archäologe. Richtig. Aber ich find's so gut einfach, dass sie den Originalsprecher gekriegt haben, ne? Ja, es ist... Das, sonst würde das Spiel auch keinen Spaß machen, glaube ich. Das ist ein Detail, ne? Aber das macht's richtig aus. Ja. Hier hin. Dann hier hoch. Da ist ein Grab. Ich versuche gerade mal wieder irgendwie herauszufinden in der Lösung, wo wir uns gerade befinden. Wir müssten, glaube ich, jetzt bei sowas wie den drei Tafeln sein. Ja, aber wo genau? Es ist hier eine Batterie an Text, Alter. Ja, dann such dir mal eine andere, weil der hat das ja aus... Ich kann das nicht noch weiterschieben. Der hat das ja aus der Ich-Perspektive geschrieben und nicht wie eine richtige komplette Lösung. Ja, ich schau mal eine andere. Such dir mal die... Lara-web.de, okay. www.indianajones.de. Ja, wohl. Komplettlösung in Doc. Oh, Word öffnet sich. Quick Save. Ist ja egal. Nein! Oh Gott, oh Gott. Ein Glück habe ich Quick Save. Boah, das ist ja noch schlimmer als das, was ich gerade lese. Als was du davor hattest, meinst du? Ist alles gut. Ja, jetzt sehe ich Indy, wie er springt. Gut. Ja, ja, aber... Oh, das ist ein Schatz. Sieh sich einer das an. Eine Statue. Adventurer.de. Ja, irgendwo muss ja was Nützliches sein. Oh, das sieht gut aus. Richtig schön mit Bildern und so ein Shit. Ja, perfekt. Ja, aber ich glaube, hier hast du nur die Schätze. Der dritte Schatz. Ja, der zeigt nur die Schätze. Oh, man könnte im ersten Level 10 Schätze finden. Nein. 5. Ich ja immer. Seite lügt. So. Der Schatz, ach der Schatz. Ja, wir sind bei den drei Tafeln übrigens. Der Weg zum Seeraum. Ich glaube, das ist eine ganz gute Seite. Du hast aber nur die Schätze, meintest du doch gerade. Ja, auf der ersten Seite, aber hier ist das, glaube ich.
ausführlicher. Hauptlager. Ja, hier der erste Schatz, der zweite Schatz. Ja, der hat im ersten Level nur die Schätze gezeigt, weil das... Schau sich einer das an, Marduk, mit allem drum und dran. Gar nicht so übel für einen unbezahlbaren Schatz. Der Lift. Ja, der Lift, da waren wir gerade. Ja. Sind wir ein bisschen weiter? Genau. Nebukadnezars Bibliothek. Richtig. Guck mal, auf Anhieb gefunden, den Shit. Wenn jetzt auch noch Kapitel dafür einzeln hättest, was du einfach anklicken kannst. Dass du da dann nicht scrollen. Ah, alles gut. Ich scrolle, das passt schon. Bei der Marduk-Statue waren wir aber noch nicht, ne? Hab ich gerade eingesammelt. Achso. Viel wertvoller als übliche Schätze, Junge. Krieg wieder raus aus dem Raum hinaus. Gegenüber ist ein Durchgang. Oben in der Wand. Klettere auf den Felsbruch davor, dann geh in den Durchgang. Ich mach erst was anderes. Okay. Dann melde dich gleich, wenn du Schauermusik hörst. Schauermusik? Was ist ja. das? Ein Bruchstück einer keilförmigen Tafel. Ich hab das erste Stück der keilförmigen Tafel. Hab ich gesehen. Von mal ab. Ja, man muss ja nicht immer direkt nach kompletter Lösung gehen. Da ist das nächste Teil. Nein. Für mich nur wichtig, dass, falls es halt mal plötzlich werden sollte. Ja. Ein Textfragment. Ah. Das ist schon das Ende von dem. Ja, ich muss jetzt eine Sache noch machen. Erstmal quicksafen. Nein, Indy. Wow. So, Alter. Das muss nämlich erstmal zu den Schatzriegel. Oh, es gibt doch Fallschaden. Ja, das war doch ein bisschen hart. Siehst du was? Mhm. Also, Moment. Jetzt. Perfekt. Das hat mich den Leck gerade echt so aus, als würdest du sterben. Was ist das jetzt? Quick Save. Besser ist. Wow! Was? Da war's. Okay, ich weiß nicht. Du hättest nicht so weit springen dürfen. Ja, ich merk's auch. Aber Quick Save ist mein Freund. Das ist richtig. Vor allem jetzt stell dir mal vor, bei... Nein, tu ich nicht. Jetzt Nein. von Anfang an Babylon wieder machen müssen. Nein. Mit Runmaster hier, ey. Genau, jetzt musst du diese komischen Dinger da einsetzen. Nein, muss ich nicht. Ich muss erstmal hier dran vorbei. Ich glaube, mit Ducken geht das. Ja, das habe ich jetzt einfach mal vorausgesetzt, du Spaggo. Hier ist nämlich das letzte Stück. Ein weiteres Textfragment. Richtig, Textfragment. Textfragmente. So, dann hier hoch. Nein. Doch, nein. Schon, aber nicht so halt. Ich stand noch zu weit weg. Oh, irgendwie, wir haben keine Zeit. Ök. Oh, hier, zack. Lup. Muss ich wieder schauen. Ja, einfach nur hier einsetzen. Das weiß ich. Ah, genau. Reihenfolge ist auch egal. Das habe ich schon erlesen. Da steht was in Keilschrift geschrieben. Aber es ergibt keinen Sinn. Es fehlen ein paar Teile. Wer setzt das erste hier ein und rennt dann wieder zurück, um die anderen zu suchen? Da, passt. Du? Aber ich kann immer noch nichts entziffern. Ich kenne auch keinen, der das machen würde. Langsam ergibt es einen Sinn. Mal sehen. Sei willkommen, Suchender. Wisse, dass es Nebukadnezar war, der, beflügelt durch die Schrift, die ihm Marduk offenbarte, die große Maschine erschuf. Der Pöbel wusste dieses große Werk nicht zu würdigen und riss es nieder. Vier Jünger jedoch entkamen dem Chaos und flüchteten in alle Himmelsrichtungen. Und mit ihnen gingen die Relikte. Willst du den Pfad der Weisheit betreten, dann blicke nach Osten.
Urgon war es, der in das himmlische Gebirge floh, wo Shambhala ein mächtiges Geheimnis hütet. Klar. Himmlisches Gebirge. Ich frage mich, ob damit das Tien Shan-Gebirge gemeint ist. Alter. Ein fucking Komplex, ey. Übergehen irgendwelche Dinge auf und wieder zu. So, hier haben wir jetzt noch ein paar Schätze. Genau zu sagen, zwei. Hey. Übrigens, im nächsten Level geht's dann los, ey. Womit? Mit kompletter Planlosigkeit? Nee, Orientierungslosigkeit nicht. Schicken wir erstmal den Kopf in die Wand. Sondern vielmehr mit... Sah das gerade echt so aus, als wohl er... Du weißt schon. Ja. Ne? Voll gut. Ich kann nichts drücken. Nee, funktioniert nicht. Das ist, wenn ich mich hier vorstelle. Will er halt nicht. Vielleicht drauf schießen oder sowas? Die Tien Shan-Berge. Ich mache mich besser auf den Weg, bevor Volodnikov es auch herausfindet. Okay. So, warte. Nee, ich muss doch... Bube, komplett Lösung. Ja, ich bin schon am Schauen. Die Tien Shan-Berge. Nee. Ich mache mich besser auf den Weg, bevor Volodnikov es auch herausfindet. So, die Kartentür kannst du vorläufig nicht öffnen. Es ist nun deine Aufgabe, während 12 Leveln diese Tür zu öffnen. Aber das hättest du gar nicht gemerkt, wenn ich es jetzt nicht gesagt hätte. Richtig. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hinter dem Lift sind die zwei letzten Schätze. Ja. Die nun dreimal an dem beweglichen Steinblock. Er darf einfach nicht auf dem Lift stehen. Habe ich. Dann drückst du auf den goldenen Knopf. Habe ich. Bringt dich nach oben. Ja. Easy as fuck. Jetzt treffen wir auf einen alten Bekannten. Ja, wahrscheinlich den Agenten. Wie auch immer heißt, ich hab seinen Namen vergessen. Boiler nicht, dass wir gleich Turner treffen! Wie heißt der? Turner. Echt? Ach cool, wir sind wieder am Anfang. Cool. Ah, Jones, da sind Sie ja. Haben Sie eine Statue für mich? Meinen Sie die hier? Könnte sein. Sonst noch was? Einer Inschrift nach beherbergte der Turm eine große Maschine. Als die Babylonier das Ding zerstörten, gelang vier Priestern mit Teilen davon die Flucht. Und wohin brachten sie die? Außer bei einem bin ich mir da nicht ganz sicher. Ein Kerl namens Urgon brach in das himmlische Gebirge auf. Ich habe eine Karte von Zentralasien gesehen. Das bringt uns nicht viel weiter. Vielleicht doch. Der Tien Shan-Gebirgszug erstreckt sich entlang der Grenze von China und Kasachstan. Der Name bedeutet übersetzt so viel wie himmlisches Gebirge. Kasachstan? Als ich das letzte Mal auf die Karte sah, war das sowjetisches Hoheitsgebiet. Ich zeige den Grenzsoldaten einfach nicht meinen Ausweis. Okay, Kumpel. Es ist schließlich ihr Begräbnis. Wie seine Füße einfach im Motor stecken. Ja! Er ist halb Mensch, halb Auto. Er ist Indiana Jones. Dö. So, siehst du das? Oder? Jetzt ist gerade nein. Okay, ich springe jetzt gleich mit dem Flugzeug ab, dann machen wir einen Cut und dann mal sehen. Da fliegt er. Wie die Spreu im Winde. So. Einfach damit du was siehst. So, haut rein, lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal, ciao. Bis dann.